Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hi. Hi. So, heute haben wir den Blutmond. Ich sehe der Sache optimistisch, skeptisch entgegen. Ja. Glaube, wir schaffen es nicht. Ich habe 78, 762er, 25 Schrotflintenpatronen und gerade mal 157 Pfeile. Weil meine Kopfschmerzen gehen auch nicht weg. Muss man Aspirin nehmen? Ich habe schon Tabletten genommen, aber die bringen irgendwie nicht. Ich dehydriere, obwohl ich die ganze Zeit trinke. Okay. So, gespeist habe ich, aber ich stecke mir noch mal kurz was ein. Ja, dieses Tau-Ding ist auch nicht so die Wucht. Welche Tabletten waren nochmal vor, wenn wir Vitamine nehmen, können wir nicht infiziert werden? War das so? Infiziert kannst du doch, glaube ich, immer werden. Okay. Ey, Alter, wie viel säuften die jetzt hier gerade? So, ich habe jetzt alles einmal nachgeladen. Ich bin so skeptisch mit dieser Basis. Wir sind einfach so dicht dran hier an dieser blöden Treppe. Ich sehe dem negativ entgegen. Also da muss ich ehrlich sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir das packen. Probier auch nicht. Aber wir wollten ja noch im Keller gucken, aber das machen wir jetzt nicht heute, wa? Jetzt noch eineinhalb Stunden, dann geht's schon los. Habe ich an alles gedacht, ist die Frage. Kann ich... Du mit deinem blöden Hausbau da. Das war wichtig, Jasmin, das war wichtig. Warum? Naja, wir wollen doch irgendwann mal schön hausen. Irgendwann. Ich möchte nur mal gucken. Oh ja. Haben wir hier noch irgendwo Munition oder war das alles? Nee. Was denn? Nix. Einfach nur, dass du so optimistisch gefragt hast, ob wir noch Munition haben. Das hat mich irgendwie amüsiert. Ja, hast du die Schrotflinte genommen und die Schrotflintenmunition? Ja. Gut. Ich verrecke, glaube ich, vorher nochmal. Möchtest du von mir 12 Schrotflintenpatronen abhaben? Nee. Ich glaube, ich verdurste oder verhungere oder sterbe an einer Gehirnerschütterung. Genau, ich habe gerade gegessen, jetzt knurrt ihr Magen. Ja, es dauert ein bisschen, der grüne Balken muss ja voll. Welcher grüne Balken? Unten, unter deinem Inventar, unter deinem Gürtel. Ich habe blau und rot. Hä? Ach, der Gürtel. Achso, ich habe gerade geguckt, wo du deinen roten Balken hast. Lebensleiste, meinst du? Aber weißt du, was wir noch gar nicht gesehen haben, glaube ich? Haben wir in dieser Staffel schon Bären gesehen? Nö. Oh, die kann nicht laufen, die hat Kopfschmerzen. Ja. Was machst du für Geräusche? Ach, ich bin so skeptisch. Also es sieht nicht toll aus hier, muss ich ehrlich sagen. Nee, das hätte ich dir auch sagen können. Ja, hier nochmal einen Kasten draufsetzen. Mach mal
wieder irgendein Blödsinn da. Ja, wollen wir anfangen zu bauen, oder? Was willst denn du bauen? Hier nochmal so einen Kasten drauf? Was? Ja, genau, dann lass mal alles einstürzen, so schön vom... Das wär so gut. Nee, wär's nicht, da würde ich ausmauern gehen, ey. Würde ich abbrechen. Du würdest mich einfach im Stich lassen, nur, ja. weil mir einmal ein Manöver passieren würde? Einmal. Einmal. Einmal wäre ja nicht schlimm gewesen. Da passiert mir da einmal ein Malheur und dann willst du mich verlassen? Einmal, ey, er labert. Was, wie oft war das in den letzten dreimal? Nur weil ich... Ja, aber... Oder was zusammengebrochen ist und du nochmal neu und wo die ganzen... Das ganze leckere Essen und so weg war. Die ganzen guten Sachen. Ja, jetzt bist du sprachlos, ne? Ich wäre jetzt an deiner Stelle auch ruhig. Aber nur weil ich einmal kurz vom Blutmond anfangen will zu bauen... Patrick, ja. Lass es, sonst komme ich runter und dann gibt's richtig Ärger. Den Clownhammer kann ich auch machen. Geschmiedetes Eisen, Holz, Leder, Klebeband. Kannst du eine Axt oder Spitzhacke machen? Nee, das ist noch gesperrt. Ah. Noch ein Schloss hinterher. Oh, ich könnte aber rein theoretisch... mal den Sattel halten. Ja, das aber würde uns eingefallen. Aber in der Praxis wäre es ein bisschen schwierig. Hier, Essen ist drin, ne? Oh, ich hab wieder einen Punkt hier, damit ich das lernen kann. Also mit dem Trinken, da müssen wir mal gucken. Wir müssen mehr Trinken organisieren. Mhm. Müssen wir wirklich vielleicht Wasser holen und da draußen in den Dings machen. Dass man da immer trinken kann. Und dann mit Goldrutentee gegenheilen. Ich krieg keinen Durchfall davon. Nee, ich auch nicht. Ich kann ja Süffwasser trinken. Ja, wir machen uns einfach einen Speicher. Ja, ich hab... Ja, das hab ich... Ja, komm. Lass stecken, ey. Ey, Jasmin. Nee. Jasmin. Ich will jetzt nicht. Ich hab die Idee. Wir machen uns einen Wasserspeicher, aus dem wir immer trinken können. Na? Was sagst du dazu? Ich wusste, wir sind einer Meinung. High Five! Jasmin? Hallo? Hallo. Ja. Ah, okay. Ich hab gerade, musste gerade was machen. Okay. Willst du schon mal mit raus auf den Balkon kommen, damit die nicht anfangen, das Haus zu verprügeln? Nö. So, aber danke, dass du fragst. Ja. Immer wieder gerne, ne? Immer keine Umstände. So, also Pfeile hast du, ja? 157. Und du? 150 und 75. Ja, passt doch. Reicht nicht. Was passt? Das passt gar nicht. Optimismus. Was denn, wo? Haben wir keine Federn mehr, ne? Ich kann sogar von hier noch Stachelfallen platzieren, ja? Haben wir ja keine Federn mehr, ne? Nee. Scheiße, ey. Das wird unser Tod. Schade, dass man hier nicht Hühner selber züchten kann, dass du so ein kleines Gehege baust einfach, da zwei Hühner reinschmeißt und die brüten da immer Eier und... Geh weg, Mann. Das Gute ist ja, das wird so einstürzen, was du hier gebaut hast. Das... Ich will hier stehen bleiben, Alter. Wenn das hier einkracht, will ich nicht mit runtergehen. Das kann nicht einkrachen, hier drunter sind noch Blöcke. Ja, richtig. Ach, die Steindings oder was? Ja, und ich will nicht, dass die das Haus angreifen, deswegen der Balkon. Genau, das geht eh nicht auf deinen Plan. Oh. Das Gute ist, dass das Haus schon von so... Warum ist denn da Holz drumherum? Ja, das ist immerhin zweitrangig aufgewertet hier, ne? Ach, das ist vor dem... Boah, hätte ich das gewusst, hätte ich das da unten mit Stein aufgewertet. Vor den Garagen. Ja, konnte ich nicht sehen von da oben. Weil das kloppen die mit Sicherheit durch. Ja. Oh, Patrick, ich will nicht.
Was soll denn hier passieren, ja? Was? Du wirst gleich gucken. Du wirst gleich richtig die Klappe halten, weil du jetzt komm, geschockt bist. Ach Quatsch, jetzt kommen hier ein paar Partyfiebel rüber zum Rave, ja? Weil wir hier Großveranstaltungen machen. Wir können hier predigen von unserem Balkon. Nee, Gedo, Alter. Predige den Jüngern. Dein Gelaber macht's jetzt gerade nicht besser, ey. Bin ich dich aus der Fassung? Er macht mich aggressiv ein bisschen. Das ist schön. Nee, nicht so toll. Hast du eine Helmmod? Nein. Jasmin? Hast du dir meine Helmmod genommen? Ja, wenn die da drinnen liegt, dein Problem, ey. Ja, ich konnte dir meinen Helm nicht reinpacken, weil der nur Stufe 2 ist. Und jetzt soll die da drinnen liegen, oder was? Da ist schon die Wassermod drin. Die habe ich mir gebunkert. Oh, oh. Ich brauche abschließbare Kisten. Das ist ja kriminell hier. Ja gut, dann mache ich das auch mit meinem Essen. Ach, eigentlich ist okay. Du kannst die Mod ruhig haben. Oh, ich habe Angst. Ich kaufe mir einfach eine neue. Jetzt halt die Klappe. Jo. Scheiße, die greifen das Haus an. Wieso geht denn keiner die Treppe hoch? Sag ich doch. Siehste, hätte ich das mal gewusst, hätte ich da gleich zugemacht. Ja, ich wusste es, dass die da rüber springen. Toll, Patrick. Ganz tolles Kino. Ganz toll. Super. Ich bin jetzt schon richtig begeistert, Alter. Warum nimmt denn keiner die verdammte Treppe? Was habe ich falsch gemacht? Nee, will ich jetzt nicht drüber reden. Du bist zu dicht am Haus. Ah, nee, doch nicht. Bist du doof oder was? Was bin ich? Schön. Schön. Ja, kommt mal alle rein hier, genau. Und herzlich willkommen. Jawohl. Ich hab's gesagt noch. Kann man auch nicht runterschießen, ne? Geil. Da ist das Dach im Weg. Ich wollte... Ey. Den Molly hier gar nicht durchschmeißen, ne? Jo, nicht mit meiner Gehirnerschütterung hier. Leider nicht ganz so viele Mollys. Wir haben gar nichts. Nicht null, nada. Nein. Ihr will mich doch verarschen. Lösch mich, Jasmin. Bitte, Alter. Lösch mich. Hey. Ich bleib noch 3 Sekunden. Oh. Oh, scheiße. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Gar nichts. Oh, er ist so dämlich. Alter. Was ist denn los? Spielst du das zum ersten Mal oder was heute? Ich fühle mich so. Ich bin überfordert. Mein Plan geht nicht auf. Ja, ich wusste, dass das hier nicht hinhaut. Du verwechselst das Spiel mit dem anderen. Nein. Die sind ein bisschen besser geworden hier. Das glaube ich nicht. Ich habe nur irgendwas falsch gemacht. Nee. Ja. Die Tore nicht richtig zu. Ich weiß, was das Problem ist. Warum fällst du jetzt einen Baum? Ich fäll keinen Baum. Ich stehe neben dir. Da ist gerade ein Baum umgekippt. Ich bin hinter dir. Oh nein. Ja, sind die jetzt alle unten drin, ne? Nee, noch nicht.
Aber, hier kommen irgendwie keine mehr. Verdammt, ich brauche was anderes zum Aufwerten. Okay, ja gut, dann müssen wir ein bisschen was abändern, ne? Also bautechnisch ist das noch nicht ganz ausgereift, würde ich sagen. Ach, Patrick. Ja. Sag bloß. Scheiße. Ja, volle Wolle, ey, hier. Ich will das gegen die Wurst gehen, ne? Gehen die denn eigentlich alle dahin? Das weiß ich nicht. Ich denke mal, weil kein doppelter Boden ist. Weil kein doppelter Boden ist. Alter, wenn die da gleich drinne sind, dann haben wir aber verloren. Ich versuche noch einmal hier mit rumlaufen. Ey, die sind alle hier drinne. Hast du nicht noch so ein Cocktail-Ding da? So ein So, gleich haben wir verkackt. Gleich sind sie drinne. Ja. Alter. Ich bin so am Schwitzen. Der scheiß Hund. Hab ihn. Nee, also ich glaube, wir verkacken. Oh mein Gott. Ja. Gegen deinen Plan ja richtig gut auf hier diesmal. Ja, irgendwie nicht so, ne? Ja. Ja, ja. So, gleich sind sie drinne. Einer ist schon drinne. Ja, schön. Dann werden wir drauf gehen.
Und jetzt kommen sie. Geil. Nein. Immer gut, dass wir die Kisten weiter oben haben. Menge der Zombies normal ist? Die haben das Spiel geupdatet. Die werden das schwerer gemacht haben. Mir war das schon klar, dass das hier nicht hinhaut. Das haut nicht hin. No, ich treffe hier auch gerade nichts. Tor ist auf! Ja, kein Problem. Doch. Okay, der Plan ist, die reinkommen, die müssen wir töten. Patrick. Ja? Du bist so ein Hecht, ey. Guter Mann. Plan, ne? Wenn ich den nicht hätte, hätte ich jetzt nicht gewusst, was ich hier machen soll. Jetzt wollen die hier wieder raus. Die machen das Tor kaputt, um nicht reinzugehen. Sind die doof oder was? Wir haben es geschafft. Jesus, Alter. Es ist erst 0 Uhr, ne? Sammel die ganzen Lootbags ein und komm wieder her. Ist das wirklich schon? Ja, die Musik ist bei mir weg. Bei mir auch. Los, sammel alle ein. Hör auf, mich rumzudirigieren. Los jetzt. Wegen dir haben wir den Salat da unten. Ja, das hat irgendwie nicht geklappt, ne? Aber können wir zumachen jetzt denn, ne? Ja. Mit Stein. Ist ja auch was Gutes. Naja, das Tor war... Und deinen blöden Laufsteg kannst du dir mal was anderes einfallen lassen. Ja, das war irgendwie... Hat das nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Habe ich dir gleich gesagt. Aber der Mutti, die erzählt ja nur Quatsch. Zumindest hast du es verstanden. Na, du nicht. Ja. So, dann können wir unten... alles? Ja, ich, also die Pfeile und also, ich würde hier, wo müssen wir denn jetzt zumachen? Hier, ne? Ne, hier zwischen eigentlich. Wie hier zu, ja, ach. Alter. Er denkt auch, ich bin dämlich. So, einmal kurz gucken. Ich habe eine Schatzkarte. Kann ich schon? Aber wir haben es tatsächlich trotz all der Strapazen geschafft, ne? Ganz knapp. Ganz knappe Geschichte war das. Nee, es ging eigentlich. Also, ja, die Patrick, nee. Das ging nicht.
Wie weit ist denn das Torschrott? Ja, da haben sie, sind sie fast gar nicht rangegangen. Ganz knapp, sagt er. Hier, lern mal. Ganz... Hast du noch Kopfschmerzen? 50 Minuten ist das weg. Hier. So. Jetzt oben, 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 oben. Alles oben. So, jetzt mal will ich mal hier das aus Stein machen. Dicky. Bleib mal kurz, was ich denn jetzt hier gemacht? Ach, geh mal raus kurz. Mal was gucken. Okay, alles richtig. Große Zement, hahaha. Für die Wände. Ja, dafür braucht man den Mumischer. Aber der braucht 30 Bücher, die habe ich noch nicht ganz gelernt. Na, hier ist zumindest jetzt erstmal wieder zu. Junge, Junge, da. Ja, es lief doch super, ne? Total. Total, Digga. Was für eine Schaufel hast du? 3. Okay. Das kann noch weg, das kommt da noch mit rein, das hätte ich wegpacken müssen. Hab nichts zu trinken hier. Jesus, keine Ausdauer nervt doch auch langsam ein bisschen. Gut, dann kann ich jetzt mein Gürtel wieder neu sortieren. Oh, trinkst du wieder Ekelwasser? Oh, ich brech gleich mit, ey. Das ist so widerlich. Man hört's. Mhm. Eine Ausdauer. Oh. Ey, Leute, ey. Das ist jetzt auch nicht viel besser, ne? Wieso hab ich denn auch in einer Tour Durst? Das hatte ich vorhin. So. Alles klärchen. Was? Vom Blutmond? Ja. Aber so schlimm war der eigentlich gar nicht. Doch, ich fand den schlimm, weil ich diese Fehler schon gesehen habe und wusste, was passiert.
Ja, ich habe damit tatsächlich auch gerechnet. Nee. Du hast ja lieber hinten schon mal abgesteckt. Statt auszubessern. Ja. Ja, du musst das immer von der anderen Warte sehen, ne? Nee. Ach, jetzt habe ich ja gar kein Holz in der Tasche. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ist dir kalt? Nee. So, einmal ein bisschen Holz. Ups. Das dürfte reichen. So. Die haben wir noch nicht. Wertest du jetzt alles auf Stein auf? Ja. Okay. Ich mache jetzt hier die Lücke zu, damit die hier nicht wieder reinkommen. Also so weit, wie es geht, erstmal. Na, da wo das Tor ist, kannst du die nicht dichter dran setzen. Ja, ist mir egal, aber davor. Kann ich erstmal. Dann kann man, dann weiß man, auf welche Seite man sich erstmal konzentrieren muss. Oh, zweite Welle kommt. Nein! Echt? Nein. Oh, du, Alter, pass, wenn du nachher herkommst. Du blöd, Mann. Das war lustig. Nee. Das hat zum Gewitter gepasst, oder? Hm, hau dich gleich, ey. Da siehst du, hast du völlig umsonst Bamse gehabt, ne? Und du noch so am Anfang der Folge, oh, ich blick da dem ganzen negativ entgegen, ne? War mir gleich klar, dass wir es packen. Das ist ja keine Loot-Tour von uns, ne? Das ist ja Blutmond. Ist dir mal aufgefallen, wir sind noch nie am Blutmond gestorben, dafür ständig beim Looten? Ja. Ist mir aufgefallen. Aber komisch, dass das schon 0 Uhr vorbei war, ne? Stell dir vor, es ist die erste Runde gewesen. Aber war das nicht in der letzten Staffel immer um 4? Nee. Stimmt, da war der am Anfang auch kürzer und dann haben wir uns gewundert. Die wurden immer schwieriger. Länger, ne? Ja. So. Ich mache hier mal ein solides Fundament hin, ne? Ist halt nur blöd, wir können kein Zement, kein Beton herstellen. Mir gefällt das Haus, ich bleib hier. Hier bin ich sicherer als in deinem Haus. Glaube ich, ey. Wenn das fertig ist, sind wir hier sicherer als in deinem Haus. Glaub mal. Meinst du? Ja. Das können wir ja mal testen. Ja, wir können ja so eine Brücke bauen, ey, zum Rübergehen, zum Guten Tag sagen. Ne, Brücke finde ich doof. Dann kann es ja auch passieren, dass die Zombies da rüberkommen. Dass die das als Weg ansehen. Hä? Wenn du die oben machst? Ja und, dann kloppen die sich bei dir in eine Bude rein und gehen über die Brücke rüber. Bei mir kloppt sich hier keiner rein. Ist alles dicht. Das habe ich gesehen. Die sind nur durch die Tore gekommen. Weil du hier so einen schönen Weg gemacht hast. Hier war eine Lücke.
du konntest ja nicht dichter bauen. Warum kann ich das jetzt? Da, wo das Tor ist, kommst du aber nicht bis ran. Haust das Tor gerade weg? Nein, die Leuchtreklame, weil dann kann ich ja gleich Tür auflassen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass der Blutmond mit der Leuchtreklame irgendwie zusammenhängt. Nee, aber wenn die Zombies zum Hellen gehen? Na, der Vorteil war aber, man hat die gut gesehen, ne? Was? Da im Licht. Nee. Das hat damit ja nichts zu tun gehabt. Oh nein, meine Schaufel ist kaputt gegangen. Dank meiner Hinterwäldler-Skills, die Skittles mir beigebracht hat, konnte ich sie aber reparieren. So. Oh mein Gott, wenn ich überlege, was ich da hinten vorhabe. Boah, das mache ich aber nicht mit der Schaufel. Also ich baue jetzt mal direkt vor dem Tor, ne? Ist das okay? Ja. Ich guck mir das gleich mal an. Also ich konnte es nicht, auf jeden Fall. Deswegen hatte ich den Abstand. Aber wir müssen unbedingt Erntewerkzeug skillen. Oh mein. Die letzten vier Blöcke. Ja, ein Ganove hier. Fliege? Bei dir? Ja, die ärgert mich. Ich denke, was krabbelt denn da die ganze Zeit an meinem Hals? Hat sich mir eine Fliege an den Hals geworfen. Ja, sie so. Glaubt sie dir? Sie so. Und ich so, hör auf, ey. Was soll meine Frau sagen? So, die Bodenplatte haben wir schon mal drin. Jetzt muss sie nur noch betoniert werden, was wir nicht machen können. Wir können ja immer so peu à peu. Peu à peu. Oh, danke. Konnte ich wegen dem hier oben nicht ranbauen? Das habe ich dann. Ja, das habe ich dann nicht gesehen. Dachte ich mir. Ach nee, wegen dieser schmalen Leiste. Raus gegen Stein. Ich dachte, das wärst du. Nee. Ich habe auch jetzt nicht geguckt, wie viel HP das Ding hat. Ich habe auch noch ein paar Punkte, die ich investieren kann. Warte. Leider nicht genug. Nein, jetzt habe ich da ein Loch. Ah ja. Oh nein, Jasmin. Kann ich doch reinsetzen, oder? Was hast du dir dabei gedacht? Nix. So, mache ich hier mal zu, damit hier nicht nochmal so ein Missgeschick passiert. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn die Mutti hier nicht alles selber macht, ey.
Glück, dass ich so viel Holz gesammelt habe. Oh, da geht aber Holz drauf hier, ne? Was sagen würden, das wäre Punkt 0. Hätten wir den, dann 2 und noch einen, ne? Also 3. Weißt du, was das Tolle am Aufwerten ist? Du kriegst immens viele Punkte. Ja, ich habe auch schon gerade wieder Punkte gekriegt. Ei, das hier will ich noch eben aufwerten hier. Dann gucke ich mir deins nochmal an, was du da gemacht hast. Und dann, als Grundstücks-, also als Eigentumsfläche ist das hier nicht verwerflich. Ich glaube, das ist ganz human. Oh, ich habe kein Holz mehr, Jasmin. Wie finden wir das? Gut. Das amüsiert uns jetzt aber gar nicht, ne? Doch, schon ein bisschen. Wieso? Warum nicht? Ich habe die kompletten Holzvorräte mitgenommen. Ja, Holz neue. Das sagst du so einfach. Ja. Bin ja schon dabei. So. Okay. Nehme ich mal so hin. Schade, hat nicht wieder funktioniert. So, die letzten zwei Reihen, Jasmin. Letzten zwei, was? Ja. Was ja. Ich habe kein Holz mehr. Oh, 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 oh. Der Bau wird teuer, ich sag dir das. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Das hat die Welt. Vor allem die Baustoffpreise sind so hoch gegangen. Was steht bei mir überhaupt oben rechts? Cobblestone, Clearing, Wasser, Hammer, 0 von 1. Ich kann ja trübes Wasser nicht herstellen. Also was soll ich da machen? Geht das nur ums Finden? Was soll ich denn machen?
So, dann zeig mal ja hier, was du da gezaubert hast. Und du meinst, das ist so in Ordnung, sicher? Warum nicht? Weiß ich nicht, ich finde, du hast ja nicht sauber gearbeitet. Sagen wir es mal so. Du hast mir den geklaut, du... Was? Ja, du brauchst gar nichts zu tun. Hab ich nicht, aber ich hab dir mal ausgeholfen. Hast du wohl? Nein, ich hab dir ausgeholfen. Patrick, ich hab dazu gehabt. Das sind meine Punkte, Kollege Eisbein. Du hättest es ja schließlich besser machen können vorhin. Ja, ich brauch... Was hätte ich... Jetzt werde ich hier auch noch kritisiert. Ja. Wird auf jeden Fall besser halten als das andere. Fort Knox. So, noch Fragen? Meinst du, die würden jetzt die Treppe nehmen, weil sie hier nicht mehr hochkommen Wahrscheinlich. Würden? Wahrscheinlich, denke ich. Keine Ahnung. Kann sein. Oh. Ich denke auch, das wäre jetzt möglich. Also wäre möglich, dass sie jetzt, dass sie jetzt die Treppe nehmen würden. Das würde ich ja gerne nochmal sehen, ne? Ob das jetzt, Ja, kannst du in 7 Tagen. Du bist das, ich wollte sagen, kommt da jetzt noch einer? Nein, 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 nein. Nur einmal was gucken. Also müsste der hier noch weg? So, dann wäre ich jetzt 200... Oh, da hinten ist ein Hirsch! Ein Hirsch. So, und 2 hoch würde nicht reichen, ne? So haben wir eine angenehme Höhe. Hier nochmal ein Bauklotz. Als Boden, ne? Und dann hätten wir, wenn wir einen hoch, 3. Das dürfte passen, wenn wir jetzt hier den als Boden nehmen. Ah, nee. Wenn ich das jetzt mache, dann... Verfälsche ich mir wieder mein eigenes Maß. Warte, ich gehe hier raus.
So. Ja, komm, den einen noch. Dann hätten wir nämlich eine Höhe von 3 Boden. Wegen der Tiefe. Da muss ich dann hier hin, ne? Mit der Mauer. Nach da unten. Da war schon eine Ecke. Müsste man vielleicht erstmal hier alles abstützen, ne? Damit das nicht später einstürzt. Und dein Einstürzen, ey. Da habe ich ein bisschen Erfahrung drin. Ich verdurste gleich. Aber hier neben den habe ich noch nicht, ne? Nee. Okay, ich mache nochmal 3. Oh, Jasmin, bitte, ich trinke da draus. Hör auf, da rein zu die ganzen Stückchen im Wasser. Ja, dachte, ich mache dir eine Bowle. Boah, Geschmackswasser, wie ekelhaft. Kein Mensch trinkt Geschmackswasser. So. Ja, Blutmond erfolgreich überstanden. Noch ein bisschen rumgewerkelt. Noch ein bisschen rumgeguckt. Ja, Jasmin hat es einigermaßen verbessert. Ich meine, sie hat es fast so gut hingekriegt, wie es vorher war, ne? Fast. Aha. So, morgen geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.